Wie es auf dem Klo. Oh, es geht schon los. Wir haben aber keinen Track verpasst. Das war jetzt Nö, überraschend das ist schnell. jetzt der direkte Start. Alles Die klar? ESL will Feierabend machen. Genau. Haben wir Ton? Ja, Ja, Ton habe ist da. ich gerade angemacht. Sehr gut, dann kann es losgehen. Und Optik, jetzt erstmal sehr viel Schaden gegen Code Zero. Den haben wir leider verpasst. Und Fair macht den ersten. Fair mit dem zweiten. Fair mit dem dritten. Fair will den vierten. Oh, er macht hier. Hat den vierten. Der hat den vierten auch gemacht. Was? Das war so ein seitwärts, rückwärts Step Headshot. Also ganz ehrlich, was war das Ey, denn? Geil von Fair. Nee, können wir das bitte nochmal in der Wiederholung sehen? Sicke USP-Shots von ihm und na klar gibt's davon eine Wiederholung. Oh, Taco. Ja, sehr hungrig anscheinend. Kaut er noch ein bisschen auf der Unterlippe rum. ASK beginnt wirklich gut. Es könnte natürlich auch sein, dass SK sagt, hier, kein Bock von rauszufliegen. Wir wollen morgen noch in der Arena mitspielen, wenn die Halle richtig knüppelvoll ist. Aber dafür muss halt echt ihren Sieg auf Cash her. Rush wartet in der Mitte. Sie müssen an der Smoke ein bisschen aufpassen, falls jemand reingepusht ist. Mixwell, der hat noch... Ah, der ist hochgeboostet. Wahrscheinlich noch ein bisschen den Blick hinten Richtung Tür. Und Optik Gaming ohne Granaten, aber mit drei Deagles, warten halt darauf, dass SK Gaming sich jetzt in der Mitte zeigt. Also da geht man halt schon auf den Kill. Ja, und Tarik hat ihn, glaube ich, ganz, ganz kurz ja. gesehen. Das heißt, er geht nochmal auf den Peak. Aber jetzt hatte ich vorhin verraten. Und das Duell will Tarik haben. Und das Duell gewinnt er so weit, dass er vorhin erstmal auf 25 HP runterschießt. So. Jetzt baut man sich hier vor Bea auf, Tarik macht dann noch ein bisschen Stress und jetzt rennt man hier gegen Phelps rein. Der bekommt einen Spieler und da wartet immer noch Cold Zero vor der Smoke und jo, da steht das Kreuzfeuer. Jo, das war schnell hier auf CT-Seite. Hast du gesehen, wie der noch rübergezuckt hat? Ja. Aber das war halt der Kill von seinem Mate und dann sofort wieder, ey, das ist halt echt ein Maschinen-Aiming. Da nochmal das Ace in Zeitlupe. Zack, der war schön, aber so muss der eigentlich auch aussehen und jetzt... Seitwärts, zurück und zack, da fliegt der noch rein. Och jo. Dieser letzte Shot. Echt, er war drauf und das Run and Gun an sich funktioniert ja noch. So, auch schön, wie man hier auf die rote Kiste da noch hochboostet. Rush mit seiner Tech 9. Oh, die Nate. Wirft er die? Oh, er verwirft sie. Das war ein A-Nate. Und das war ein Riesenglück für Optik. Und Rush haben sie jetzt in der Mitte halt schon so früh bekommen, weil Phelps am B durchgepusht ist. Und Optik baut das nochmal um. Ja, und da wartet aber Phelps schon. Die schicken die Bombe über T-Base, der B-Spot wäre frei. Sie müssen halt ab hier leise machen. Ja, aber das werden sie nicht machen. Irgendwann das wird Phelps halt drauf kommen, ja. Das bekommt Phelps mit und der steht halt bereit. Und dann kann auch direkt einer rüberschieben. Ja, das macht man jetzt auch. Ey, wir die steppen jetzt. Oh, er schaut hin. Oh, nicht zu früh Phelps. Ein, zwei. Ist in Ordnung. Nicht. Weil Fallen steht halt mit der AWP in der dritten Runde bereit. Jetzt macht man auch die Mitte dicht. Mhm. Also Laufwege sind hier von SK Gaming sehr gut. Tarik wartet halt jetzt mal. Die gehen nochmal zurück. Was wollen sie machen? Sie sind halt vor B detected. Und da wird irgendwas warten. Damit bekommst du nochmal den Frag. Und wenn Neff jetzt schlau ist, rennt er einfach durch Richtung A. Wartet aber trotzdem noch 40 Sekunden. Und da wartet Cold Zero. Sucht nochmal das Duell. Aber hier ohne Erfolg. Das ist die nächste Runde für SK Gaming, das 3:0. Und für Optik geht es hier in die Waffenrunde. Kauft man eigentlich eine AWP? Nee, doch, man kauft eine AWP bei Neff. Reicht sogar für Full Kevlar. Was gut ist. Was gut ist. War kein Ace. Ich habe auch nicht gesagt, dass das 4K ein Ace war in der Pistole. Ich habe gesagt, es waren 4K, ja. Habe ich auch drauf geachtet. Aber nochmal so eine schöne A-Nate von SK Gaming. Das ist sehr solides CS, was wir hier sehen. Oh, what? Nee, die Füße konnte er noch gar nicht sehen. Das ging nur ganz knapp daneben. So, es wird getauscht. Jetzt bekommt auch Mixwell wieder die AWP. Rush. In der Mitte abgestellt. Optik spielt langsam. Wir haben ja eben gar nicht so krass viele T-Runden von Optik sehen können. Es waren schon ein paar, aber... Aber das war schon sehr krampfhaft. Sie haben auf Mirage deutlich explosiver gespielt. Mhm. Es wundert mich, dass sie dieses Tempo nicht mitnehmen, weil auch so ein explosives Spiel auf Cash funktionieren kann. Sie versuchen halt viel durch solche Kleinigkeiten
Frags zu bekommen. Das ist echt ein super geiler Winkel. Ich kenne ihn eigentlich sonst nur, wenn man Richtung Delta schaut. Mhm. Da muss man aber echt mit der AWP aufpassen, weil das Rohr ist lang. Damit kommen viele nicht so klar. Und das zeigt man dann auch sehr gerne mal, ohne dass man das möchte. So, jetzt muss die Tür rauskommen. Da wartet Taco. Jo, und der wartet einfach nur darauf, dass ihm irgendjemand reinrennt. So, jetzt faden hier die Smoke. Da kommt noch ein nach. Das ist für Fallen eigentlich das Kommando, draufzuziehen. Wie viel Zeit sich Optik lässt, um hier den Spot einzunehmen. Wie langsam die Ecken abchecken. Das gibt's doch nicht. Und da wartet man einfach nur in der Ecke. Das ist eigentlich für Fair wiedergefundenes Fressen. Ersten, zweiten, dritten holt er nicht. Aber das ist zu viel Schaden. Taco zieht nochmal an der Seite rein. Und was will Rush da noch machen? Oh, da wartet man lange bei Optik Gaming. Da wartet man mega, mega lange. Oi, oi, oi. Und Fair wieder aus der Ecke. Naja. Ach, Mann. Das ist, das kann aber halt auch echt eins der fiesesten Ecken, eine der fiesesten Ecken sein. Das war ja auch gut gespielt von Fair. Der wartet ewig hinter dem Quad, dass er nicht gesehen wird, zeigt sich keinen Zentimeter und dann zieht er halt im perfekten Moment rum. Gutes Timing. Ah, Fallen. Das war erstmal am Boost. Ein Statement setzen. Oh, da kommt noch ein zweiter hinterher. Kein zweites Statement von Fallen. Das kostet nämlich extra. Und erwartet, dass dann noch jemand reinläuft. Ja, der Flick war schwer. Fair. Nur ein. Oh, Teamkill von Rush. Der kann dann zwar nochmal den Kill machen, aber durch sein Teamkill ist er jetzt auch ganz alleine. Ja, und Fallen. Da war der Anschuss. Und dann ist es Fabs, der wieder durchgepusht ist. SK Gaming gerade mit sehr viel Aggressivität an B, wenn sie da von Anfang an nichts merken. Hat der gerade ein. Man sieht ja bei Optik, das ist nur nice to know, Optik, die hat ja die Flagge auf der Brust, ne? Mhm. Der hatte gerade eine deutsche Flagge auf seinem Optik-Revo. Kann man sich das customizen? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja geil. Optik Gaming ist ja einer dieser großen Call of Duty-Clans, ja, die über YouTube sehr bekannt geworden sind. So wie FaZe. Ah. Die haben 100 Pro einen Merchandise-Shop, wo du halt so customizable Sachen geil, bekommst. Alter, schon mal ein Optik-Trikot mit das deutsche Wort da echt nicht eingefallen. Ich sag doch, du bist der größte Optik-Fan EU-Weste. Nein. Ich bleibe Astralis treu. Tut mir echt leid. Die spielen leider nicht mit. Das heißt, ich kann super neutral sein. Nicht so wie Marvin bei Mousebox. Ist mir so egal. Smoke auf den A-Spot in der nächsten Waffenrunde. Ist das nur ein Fake? Ah, sie versuchen das mit A zu splitten. Ich würde gerne das Radar sehen. Ich kann gerade nicht sagen, ob das Fake ist. Phelps wird aber stoppt dann Ruff und Fair, der kann gerefragt werden. Also Phelps immer noch am Leben. Dürfte einigermaßen bekannt sein. Irgendwo auf dem A-Spot, da stehen aber immer noch zwei Spieler. Und ein recht gutes Timing für Fallen, aber sie finden Taco hinten im Delta. Fair, also Phelps auf dem Spot, wie gesagt, der müsste bekannt sein. Ist jetzt auch nur noch alleine. Das muss jetzt kommuniziert werden. Und dann sieht man den Truck, deswegen kann Phelps noch einen machen, aber nur noch 11 AP und zwei Gegner. Und sie tragen die Bombe jetzt einfach Richtung B. Ah, ist das gut gemacht. Da haben sie einfach viel mehr Kontrolle, müssen nicht in das Duell reingehen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wie er verschiebt. Aber da haben sie genau Nav richtig abgestellt. Das Einzige, was er nicht sieht, ist, wenn halt in der Main hinterher gepusht wird. Aber genau darauf kann Mixwell dann ja achten, sobald die Bombe gelegt ist. Und er hat sie offen für den Baumraum hier unten gelegt. Das heißt, Phelps macht gar nichts mehr. Er wird am Ende direkt geholt. Und dann haben wir doch die erste Runde von Optik Gaming. Mit einem A-Split über kurz. Geht doch. Am Ende zwar nicht auf dem Spot die Bombe gelegt, aber da den entscheidenden Schaden gemacht. Es geht doch. Endlich. Die erste Runde für Optik Gaming. Das macht natürlich das Game jetzt mal ein bisschen auf. Und eine Runde. Ich bin mal gespannt. Sie brauchen halt mindestens 5 Runden. Also 5 Runden ist das Ziel von Optik Gaming. Das sollten sie stecken gegen SK auf der CD-Seite. Das ist auch machbar. Und Mixmail fängt direkt mal hier gut an. Fallen da eigentlich mit keinem guten Fokus da gegen die AWP. Ein bisschen überrascht gewesen, dass Mixwell da auf einmal stand. Haben sie, ich nehme an, sie haben Mixwell über den roten Container in die Ecke geboostet. Und deswegen hat, ich habe es aber nicht genau gesehen.
kümmern. Ja, er ist halt nach unten getroppt. Oh, Neff hat halt hinten diese Schildposition. Mit der AK gibt der Cold Zero da. Boah, aber Phelps halt mit dem Repeak. So, und jetzt kommt's. Wenn Optik Gaming davon ausgeht, dass das eine 2-2-Deckung war, wird Phelps alleine auf dem B-Spot stehen. Wenn er offensiv noch ein paar Frags machen kann, ist das top. Jetzt flashen sie halt gegen ihn. Er versucht, dem auszuweichen und wird... Und er ist blind. Er kommt aber noch gut mit seinem Movement auf den Spot, auch wenn er da nicht sieht. Direkt die Smoke geworfen, damit das da gelöscht wird. Und super gemacht von Phelps. Wow. Richtig stark gespielt. Er ist immer noch in der Ecke. Und die Rotation ist da. Am Ende wird er natürlich irgendwann geholt. Oh, aber sieht er an Taco-Kampel reinpushen. So macht einen Doppelkill. Tarik kann die gelegte Bombe nicht ausnutzen, weil sie nicht gelegt wurde. Und Taco macht den Triple. Aber eigentlich geht das alles aufs Konto von Phelps. Phelps holt so viel Zeit raus und dann geht einfach... Da ist nichts mehr mit Retake-Spielen. Da wird einfach drauf gepusht. Nicht abwarten. Taco geht einfach oben rein und nutzt das Chaos, was sein Mate da veranstaltet hat. Stark. Richtig stark von SK Gaming. Ich habe die Runde eigentlich schon Bach runterlaufen sehen. Und das heißt, für Optik Gaming gibt es hier nur wieder Piste. Einen Hauch von nichts und dieser Hauch von nichts soll Richtung A drauf kommen. Und da steht man komplett auf Retake. Wenn man da schnell die Info kriegt, wird SK Gaming auch wieder drauf reagieren. Ja, das ist eigentlich gelaufen, die Runde. Erinnert mich gerade an Liquid gegen FaZe. Diese ganzen Backsteps von Reign of Overpass passiert hier auch so häufig. Und guck mal, wie fair hier einfach abgammelt. Zwei gesehen, da ist so ein Dritter hinter der Kiste. Und er sieht den Dritten dann auch noch. Wunderbar, so muss es aussehen. Für so einen Backstep. Jo, und er macht noch 4K draus. Top, aber halt wie eine Eco. Da klappt das mit der MP9 auch gut. So, da freut sich die Ukraine. So. Ja, es ist einfach abgefischt. So, da haben sie keinen Fokus drauf, warum auch immer. So, jetzt geht's die Leiter hoch an den höchsten Punkt auf ganz D-Cache. Und der endet dann beim Runterspringen direkt hier Richtung Boost. So, schöner Molotow. Da blockt man das Ganze direkt ab, keine Chance durchzukommen. Und für Optik, es hat so gut angefangen in den letzten Runden, wo sie Waffen hatten, die Eröffnung zu finden. Das war echt gut aufgemacht. Und dann findet der SK Gaming immer mit so einem Kniff hier nochmal zurück. Und interessant, man versucht bei SK Gaming jetzt auch wieder ein bisschen offensiver das Aufbauspiel zu stören. Piekt einmal ganz kurz rein Richtung Squeaky und Fallen wartet da, hält ja meistens schon ziemlich alleine die Position. Das kann man von ihm auch erwarten. Kriegt jetzt zwar nochmal das Backup, aber es soll wieder Richtung A gehen. Da muss Fallen jetzt glänzen hier zusammen mit seinem Mate und das ist Taco. Ja, der versucht noch auf Information zu geben. Molotov holt da ein bisschen Zeit raus, Fallen zieht rum. Das ist natürlich wie eine perfekte Feuerwand, weil er nicht überpusht werden kann. Tarik bekommt aber den Frag. Jetzt liegt es an Taco und er versucht die Spieler zu umlaufen. Er hat das gute Timing, aber Haze macht den Frag. 3-4. Haze legt die Bombe mitten in der Ecke. Tarik, sie könnten hier den Turm machen, wenn er da hochspringt. Man muss das nicht mit so einem Sprung machen, der einen verrät. Gut, von Haze den nächsten. Da war der kleine Jump. Und Haste hat Bock auf mehr, geht oben auf die Kiste drauf und kann Phelps bereits ansagen. Cold Zero geht gar nicht mehr in die Mitte rein, sie ziehen sich zurück und geben Optik Gaming die zweite Runde. Ja, ganz wichtige Frags, die Haste da machen konnte. Vielleicht kann Cold Zero hier sogar noch geholt werden. Aber da erwischt es Haste dann doch. Der Blutrausch endet also. Ja, das ist jetzt der Safe. Weil die beiden Waffen sind Gold wert, wenn man die durchbringt. Könnte theoretisch eine Waffe legen, dann reicht es auch wieder gut für eine AWP. Und Fallen braucht eine AWP in dem Moment, weil er halt kein Geld hat. Er investiert halt, ja, weil er halt die teuerste Waffe im Spiel kauft, die man normal nutzt. Kriegt er halt erstens keinen Loser-Bonus und zweitens, wenn er stirbt, muss da auch irgendwie wieder das Geld reingeholt werden. Und das müssen halt die anderen auch machen. Oder er muss halt lang genug leben. So, und so sieht es auch aus. Fallen bekommt hier die AWP. Dadurch hat man das Geld wieder gut in Balance gebracht und teilt sich das alles schön auf. Das ist ja auch Teambank, das heißt, jeder ist verantwortlich für den anderen, um das Geld oben zu halten. Und damit auch jeder genügend Waffen hat. Jetzt wird zum ersten Mal der Boost auf die Kiste oben ausgepackt. Cold Zero am Schacht ist gerade gespottet worden und trotzdem verteilt er mit diesem ersten Shot noch
Kleines gesehen. Oh, Kojira ist blind. Tarik, der muss sie doch gespottet haben. So nah. Und doch trauen sie sich nicht und in das Duell. So fern, ne? Ja, es ist wie eine Liebesgeschichte, eine sehr traurige. Das Problem ist, Rush muss aufpassen. Er steht halt immer noch im Vent und der ist der allein in der Mitte? Nee, der ist noch nicht. Doch. Nee, der ist nicht allein in der Mitte. Er hat noch das Backup. Ja. Von Nef. Aber trotzdem ist das eine gefährliche Situation. Jo, aber man passt auf. Gut gemacht von Nef. Da kriegt Mixwell einiges ab. Rush hat eine kleine Lücke an der Smoke. Mixwell passt jetzt noch ein bisschen auf. Attacko kann hier immer noch gefährlich werden. Da geht die Smoke gerade weg. Rush hat das anscheinend nicht abgezielt. Doch jetzt sieht das trotzdem Taco mit dem Kill. Und Taco holt dann noch einen zweiten. Bombe mit dem dritten Spieler. Besiegelt er es dann eigentlich. Es kann nochmal kippen. Mit Nev aus der Tür. Und sie versuchen jetzt mit Doppel-Main-Kontrolle bei SK Gaming die Bombe an dem Punkt da zu halten. Vertauschte Rollen eigentlich. Ja, Nev da. Puh, das war knapp. So, und Mixwell muss halt drauf warten, dass Nev ihm irgendwie ein Kommando gibt, die Eröffnung zu finden. Er kann zwar ein bisschen Richtung Highway da einen Support abgeben, mit Flash und sowas, aber ja, die können safen gehen. Dafür reicht die Zeit nicht mehr. Schade für Optik, aber das war viel zu viel Schaden von Taco da oben auf der Kiste. Oh, da muss Mixwell aufpassen. Und er saves noch, okay. Da kann man ein bisschen zu früh weggegangen, aber das passiert. So, und Rush hat nicht sofort getroffen. Es sind die Schüsse, die links in der Wand einschlagen. No. Die Taco verraten, dass da an Kurz halt jemand ist. Ey, wenn Rush da ein bisschen eher den Fokus hat, wenn die Smoke ist genau gefadet, als Taco sich auf die Main konzentriert, dann ist es für Taco an sich ein einfacher Kill. Aber es wäre es auch so gewesen. Nicht für Taco, für Rush. Mhm. Das war für mich so ein kleiner Schlüssel-Kill. Weil dann können die Main-Spieler auch rausgehen. Na. Schade. Manchmal ist es halt echt, kann es halt echt auch an einem so, Kill liegen. Taco wieder oben auf der Box. So. Kann auf jeden Fall die Tür callen. Fair wird das auch selber auf dem Schirm haben. Aber der zeigt es jetzt nicht. Eigentlich gut von ihm. Weil Mixwell, der wartet wie ein bengalischer Tiger da an der Kante, bis sich da nur was zeigt. Und das wird irgendwann sein. Das passiert genau jetzt im Moment. Sehr schön aufgepasst, Taco. Ja. Sieht, dass die Tür wieder zu ist, kann das auch callen. Und das war ein schöner Frag von Mixwell. Sehr, sehr geduldig und irgendwann zieht Fair rum und er schlägt zu. Optik hat durch den Frag jetzt noch keinen richtigen Raum bekommen, weil Taco halt an der Position an A auch erstmal alleine spielen kann. Phelps Position ist halt so gut. Optik Gaming rotiert jetzt sogar die Bombe rüber Richtung B. Phelps hat sogar ein bisschen Backup, wenn er hier vielleicht nicht allzu viel Schaden macht, aber Cold Zero hat seine Position gerade verraten und Phelps zieht rum und er wird gereflekt. Das ist einer vielleicht zu wenig. Cold Zero mit der Flash hinterher und gut, wie Rush sich da wegdreht. Und er weiß, er muss jetzt schnell machen. Aber er selbst hat keine Granaten. Der Molotov noch nach oben. Der kommt. Fallen, aber geht einen Schritt nach vorne. Und damit hat Nev eben nicht gerechnet. Bombe nochmal down. Ein paar Sekunden, die es jetzt länger dauert, um die zu legen. Auch das Movement spielt da noch eine große Rolle. Und da kommt die HE gleich hinten rein. Okay, jetzt kommt sie. Und zack, die hat gut gesessen. 65 noch bei Mixwell. Und Fallen da oben mit der AWP jetzt gerade sehr eingekreist. Der guckt immer noch nach hinten, ob da was kommt. Also beide Spieler sind wohl nicht bekannt. Schon wieder so eine HE. Die sind beide low. Und jetzt kommt der Molotov. Jetzt müssen sie rausziehen. Fliegt der weit genug rein? Oh, das ist ja an der Grenze. Die stehen hinter dem Feuer. Hinter dem Barbecue. Da brennt schon der Rücken und jetzt zieht man hier rum, findet den zweiten. Taco macht es. Wird da nicht gesprochen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wieso hat der zweite Spieler von Optik Gaming Tunnelblick? Ja, guckt weiter auf den Heaven, obwohl sein Mate den Kill gemacht hat. Also, bis die Raffen, dass Taco den Kill von der Seite macht, macht Taco auch schon den zweiten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber Rush hat es eigentlich so gut aufgemacht. Ja. Aber auch SK, die Granaten nochmal gut eingesetzt, der Molotov gut, dass der halt nicht noch dieses Stückchen weiter nach vorne fliegt. Also sie gewinnt es am Ende halt trotzdem. Und so haben wir 9-2. Deutliches 10. Spiel gerade für SK Gaming. Wieder eine Eco für Optik. Die sind ja jetzt auch erst vor kurzem resettet worden. Oh, das ist ein richtig gutes Timing für die Tür.
Allerdings war nur das Magazin von Taco leer. Fair haben sie noch bekommen. Sie kriegen also den Bombenplant noch mit in diesem 2 gegen 3. Und Rush hat eine M4 bekommen. Und ist da nicht noch eine zweite Waffe? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Irgendwo müsste noch eine zweite Waffe liegen. Macht natürlich keinen Unterschied. Ich glaube, die Tech-9 ist hier die bessere Alternative vor der Smoke wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist so oder so nah. Das sieht voll rum mit der USP. Das war durch die Smoke. Irgendeine Kante war da. Ja, den hat er auf jeden Fall gesehen. Das war sehr aimsig, obwohl er ihn auch immer geholt hat. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sehen wir es im Replay nochmal. Und das ist einfach der Defuse. Da kann Rush auch nicht mehr wirklich rausgehen. Wenn er da rausgeht, ist er tot eigentlich. Vielleicht sehen wir von Fall nochmal den Frack. Das würde mich mal interessieren, was das war. So, da ist der Brasilien-Fanblock. Die Ultras. Was war das für ein Frack von Fallen? Show me, please. ESL. Replay. Würde ich gerne nochmal sehen. Aber am Ende sind es halt jetzt nur die 2 Runden jetzt für Optic Gaming. Man kommt in diversen Runden hier sehr gut auf den Spot drauf. Aber SK Gaming findet immer wieder hier den Rückschlag. So, jetzt schießt hier Fallen das erste Mal, glaube ich, gefühlt vorbei in diesem Spiel. So, damit ist fair da Fallen, aber im Nachgang, jo, macht nichts und fair gibt das Backup. Was ist denn auf einmal mit SK Gaming los? Wollen die echt? Also, weißt du, wie es mir gerade vorkommt? Die denken sich, ja gut, Mirage, ja, wir haben Bock eigentlich 3 Maps zu spielen, ne? Jetzt ist ja auch Training, ne? Ja, dann spielen wir halt eine Map nicht so gut und probieren mal was Neues. Tarik hat aber auch beim Rausspringen gerade. Ja. Jetzt sitzt aber auch das Aiming von Fair und so. Hast du Tarik gesehen, als er rausgesprungen ist? Ja. 180, 90 Grad nach rechts, dann nochmal 180 Grad nach links und gefühlt null Info, die er richtig weitergeben kann, weil er selbst kaum realisiert, was er sieht, weil er sich so schnell bewegt. Also, ich hätte gedacht, dass die Fallen da vielleicht noch durch dieses Chaos holen können. Ja. Tarik nimmt jetzt für sein Team das erste Timeout. Kommt ein bisschen spät vielleicht, weil wir haben nur noch 2 Runden zu spielen. Ja, besser jetzt als nie. Ja, sie haben ja noch ein paar Timeouts. Ich finde halt, ich glaube halt sogar, dass SK auf T-Seite nochmal eine Schippe drauflegen kann. Ja. Wobei es halt auf Mirage auf T nicht gut ausgesehen hat. Ja. Aber SK jetzt gerade zeigt ein ganz anderes Gesicht. Das ist das Gesicht eines ESL One Cologne 2016 Champions. Eines Major-Favoriten. Ja, und für Optik heißt es hier in Runde Nummer 14, Zähne zusammenbeißen und reinkaufen. Okay, Mixwell steht bereit mit der Smoke, muss da aufpassen. Das Team zieht sich wieder zurück. Also sie warten nochmal. Sie haben echt Schiss, dass da ein Push von hinten kommt irgendwie. Der war noch nicht so oft hier in dem Spiel oder beziehungsweise in den Matchups, dass zum Beispiel ein Rain eine komplette Panoramaroute läuft. So, da kommt jetzt eine Smoke. Molotov, jetzt geht's hier drauf. Die Smoke kann man jetzt ausnutzen und boostet in den Vent rein, so wie es aussieht. Jo. Und jetzt geht's hier mit dem Support-Spiel in die Mitte. Super gut reagiert. Einfach Molotov hingeschmissen und Abfahrt. Also das hat man gehört und direkt drauf reagiert. Molotov kommt ein Ticken zu früh und da wartet immer Cold Zero da in der Ecke. Steht bereit für eine Flash, das heißt Phelps wird das callen, Cold Zero flasht und Fallen mit im Gepäck. Ja, und das ist fair. Noch geholt worden. Phelps jetzt im Feuer und der kommt da nicht mehr raus. Tarik und Rush gemeinsam den Kill bekommen. Aber Cold Zero auch nicht erfolgreich. Fallen mit Problemen. Da weicht man ihm nochmal aus. Die Bombe ist auf dem Spawn. Fallen versucht alles. Ist Taco. Die Doppel-AWP im Retail. Die Bombe liegt genau da unten. Da ist noch eine Flash übrig. Die muss man jetzt einsetzen, damit man die holen kann. Und Taco macht blind den Kill. Fallen holt sich noch Tarik. Und die regeln hier komplett mit den AWPs. Neff kommt auch nicht durch. Tacos Triple Kill unten im Baumraum. Besiegelt hier Runde 12 für SK. Und jetzt geht's vielleicht auch mal eine 13-2 Halbzeit für SK Gaming. Und nicht für Optik. Ja, mal gucken, ob Optik hier noch eine Runde holen kann. Geld ist auf jeden Fall nochmal da. Dafür hat man Eisern gespart. Ja. Okay. Ja. Okay. Hat funktioniert. Das sah bei SK deutlich flüssiger aus.
Ja, es ist halt gerade so ein Spiel von Optik. Man beißt sich halt wieder hier auf T-Seite die Zähne aus. Das hatten wir auch schon auf Mirage jetzt. Ich bin gespannt, wie die CT-Hälfte läuft. Vielleicht hat man auf CT-Hälfte wieder ein krasses, cooles Setup, was gegen SK Gaming wunderbar funktioniert. Deshalb, wir haben alles heute schon gesehen. Und mal gucken, vielleicht überrascht uns ja Optik hier nochmal auf Hälfte Nummer 2. Aber das ist bisher auf T-Seite doch etwas wenig, weil da darf man sich keinen Fehler eigentlich erlauben. Überlebt gerade noch so, weil man die Pistol Round gewinnt, sollte man hier die Runde holen. Also die Runde wäre schon sehr wichtig für Optik Gaming. Ja, und jetzt baut man auf mit dem Mixwell hier Richtung Mitte, wartet hier ab. Steht man zu zweit sogar auf dem Boost? Ja, man steht zu zweit auf dem Boost. Jetzt kommt der Molotov reingeflogen, da wird man hier gemeinsam rumziehen. AWP geht vor, zieht den Fokus, Code Zero ist bekannt. AWP schießt hier vorbei, Rush findet aber die Eröffnung. Oh, der Spieler in der Ecke, der baitet jetzt so gut rein. Und Code Zero, der nutzt noch die Smoke als Backup, wissen, um da so viel Zeit wie möglich rauszuholen. Der macht so gut in der Situation. Sehr schön, noch der zweite Kill. Muss er machen, er hat gerade einen Molotov abbekommen, der ihn aus seiner Deckung herauszwingt. Kurzflash kommt, sie haben nie Main-Kontrolle bekommen, weil Fair da weit vorne war. Und Fair ist jetzt hochgeboostet. Sie rotieren nochmal rüber Richtung B. Da pusht gerade Fallen durch, aber der könnte noch ein paar Steps gehört haben. Oh, und verschießt den ersten, geht mit der Deagle rum. Er muss jetzt eigentlich überleben und holt sogar noch Nev. Die Bombe kommt aber auf den Spot. Mixwell muss also versuchen, mit der AWP das 1-on-3 zu klatschen. Schöner Move auf die Kiste und dann nur so ein Anschuss. Fallen überlebt also mit 22 HP und die Runde geht an SK. 13:2 Führung für das brasilianische Top-Lineup. Da freut sich der kleine Bob. Und da glaube ich jetzt auch wieder dran. Ja. Ich auch langsam. Ja, lassen wir uns überraschen. Es kann vielleicht nochmal eine Überraschung geben mit Optik. Das ist eigentlich das Spiel, was wir von vornherein erwartet haben, eigentlich von SK Gen auch auf Mirage. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kann Optik noch ein krasses Comeback starten. Nach der Pause werden wir es sehen. Und bis gleich.
willkommen zurück hier zur zweiten Halbzeit auf Cash zwischen Optik Gaming und SK Gaming. Ich hasse es immer, wenn zwei Teams dieses Gaming am Ende haben. Ja. Das hört sich dann sehr redundant an. Dann sagen wir sie einfach SK versus Optik. Sehr gut. Ich lasse Gaming einfach immer mit weg. Mit dem großen T, da muss das T noch schön betont. Mach Optik. Ich. Tick. Optik. Es geht weiter. Mal gucken, was Optik Gaming hier uns noch entgegenwerfen kann mit zwei mageren Runden, die auf der T-Seite geholt wurden. Aber man hat es bei SK Gaming gesehen, da ist alles möglich. Wird nur ein sehr schweres Comeback. Ja, es muss die Pistol Round her für die Nordamerikaner. Denn da ist ja auch ein Kanadier mit dabei. Ja, dieser Triple Boost sehr beliebt, weil man halt einfach sehr schnell auf einmal runterkommt am Dropper. Und das ist für eine USP manchmal nicht so einfach zu handeln. So, und da sehen wir Tarik. Er hat richtig Glück, dass er nicht eine Sekunde später losgelaufen ist. Sonst hätten sie ihn wahrscheinlich getaggt. Er sucht das Duell. Er sieht auch, dass sie eher Richtung Schacht laufen. Guter erster Quad, guter zweiter. Gut von Tarik. Hält die Mitte so ein bisschen auf und Nest Position. Die könnte hier noch wirklich helfen, dass die Pistole an Optik geht. Genau, es funktioniert. Es bleibt Cold Zero gegen 3. Und Nev baitet immer noch ein bisschen. Ja, kann man mal mitgeben. Gutes, dass der Spieler halt über den Vent direkt nachziehen kann. Und Cold Zero hat noch auf dem Schirm, dass er vielleicht irgendwas von hinten kommt. Er geht und er sogar kann hin. Sogar noch den Laufweg über den Vent nehmen. Der hat noch 30 Sekunden Zeit. Über die CT-Base zu laufen wird ein bisschen knackig. Das wird er nicht schaffen. Aber Vent ist auf jeden Fall machbar. Und er checkt sich das oder er schließt sich das hier schön aus. Die Zeit. Und die Zeit läuft gegen ihn. Er muss halt Checkersbox im Schirm haben. Das mollert er jetzt ab. Und jetzt liegt es halt daran, dass er unten die Ecke checkt. Oh, das ist gut positioniert. Vorne Optik, das sind 10 Sekunden. Jetzt muss er ein Reload gehen. Was macht der andere? Der Spieler zeigt sich nicht. Der bleibt eiskalt stehen, bis der crossed. Was ein Anti-Mate. Da kann er noch mitkämpfen. Nö, will ich nicht. Ach, ja. Will er nicht. Das ist Angst war das. Ey, es ist eigentlich gar eigentlich nicht so nicht dumm. So dumm, ja. Es ist nicht so dumm, er muss ihn einfach, nur abaimen. Zeitlich hat er sowieso nicht gemacht. Überleg mal sein Mate. Überleg mal, sein Mate wäre gefallen. Das hätte zeitlich für Cold Zero nicht mehr gepasst und der hätte sich nicht verraten müssen. Ja, Optik fährt auch gerne Auto, wie man sieht. Auch wenn keine Reifen dran sind. Ist okay. Fährt halt. Läuft bei Optik. Mit 3 Runden. Ja, und das heißt, für SK Gaming gibt es hier erstmal Pistols. Eine Smoke, nee, zweimal Smoke, zweimal Flashback, sogar dreimal Smoke. Smoke ist halt sehr, das ist könnte Execute Heavy werden. Ja, man kann halt auch mal eine Smoke nehmen, um halt einfach kleinen Raum einzunehmen. Das muss nicht direkt alles sein. Fair an der Main, die Bombe. Wo geht die Bombe hin? Ich kann es euch noch nicht sagen. Und das ist jetzt der Fake auf A. Und die Bombe geht ganz langsam Richtung B, weil sie da nah dran stehen. Über den Schacht sogar, der schon offen ist. Das heißt, auch das wird erst sehr spät kommen. Und jetzt geht's los. Und es ist perfekt. Gerade einer unten reingegangen. Die Smoke unten kommt. Das heißt, Haste ist alleine. Sieht den einen Spieler, den kann er holen. Die Flash, Nachflash hat noch gepasst. Er wird von Fair überrannt. Und das muss eigentlich sitzen von Cold Zero. Schaffen sie nicht. Die Bombe ist an der Rampe down. Cold Zero ist wieder alleine. Diesmal nicht nur gegen 2, sondern gegen 4 Spieler. Ja, und was will er da noch machen? Cold Zero, wir kennen ihn für besondere Momente. Ich glaube, diesen besonderen Moment wird er nicht SK Gaming gönnen können mit der Deagle und Kevlar. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, jetzt ist er detected. Jetzt rennen sie zu zweit raus. Keine Chance. Wird noch vor der Zeit gekillt. War aber knapp. Das war sehr knapp. Da hätte er auch kein Geld bekommen können. Aber es geht natürlich dann sterben irgendwann. Wäre doof, wenn er nicht reinrennt. Ja, wir sehen hier gleich, nee, da war vorher die Flash. Was wir da jetzt nicht gesehen haben, ist, dass der Spieler, der in der CD-Base abgesmockt war, der hat selbst nochmal eine Flash reingeworfen. Deswegen war dieser zweite Spieler, der Haste eigentlich refragen könnte, der war blind. Also ich finde die Granaten, die Optik hier eingesetzt hat am B, wieder sehr gut. Und es beweist auch nochmal, dass eine gute Support-Flash immer noch einen weiteren Kill ermöglichen kann auf B. Also merkt euch das. Arbeitet an B sehr gut mit euren Flashes, wenn ihr den Spot deckt. So, und interessant ist natürlich, kann Optik hier nochmal ein Comeback schaffen?
Tendenzen werden wir natürlich erst ab nächster Runde sehen, weil SK Gaming dann auch Equipment hat, mit dem sie arbeiten können. Hm. Die Runde heißt bei SK Gaming jetzt erstmal abschimmeln. Oh, das ist schön gemacht. Das ist so schön gemacht. Nev lässt sich so versnacken da. Das versnacken. Der lässt sich schön vernaschen. Ich wusste gar nicht, dass es das als Verb gibt. Dann sagen wir snacken. Wie Kinder Maxi King am frühen Morgen. Oder was auch immer. Eure Lieblingsspeise. Es ist halt, er geht vor, hat den Blick, er wird gesehen und dann zieht man um die Ecke und er weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und das ist die Eröffnung für das Skyrim. Sie bekommen sogar noch die UMP for free. Nicht so schlecht. Ja. Sie haben eine Smoke. Eine einzige Smoke. Und die ist bei Pferd. Geht jetzt Richtung Kurz raus. Sie warten auf eine Gegenflash von Optik. Können noch ein paar Sekunden warten. Da war die Flash. Und vielleicht gibt man jetzt Gas. Und da fängt Pferd an in der Mitte. Ein bisschen Fokus zu ziehen. Oh, wenn Mixo die geholt wird, der Aspot ist gerade frei geworden. Das bisschen, was Ferda gemacht hat, hat wirklich gereicht, dass Rush den Spot aufgibt, weil er denkt, dass Mixwell das alleine halten kann. Er hat gesehen, dass jetzt gerade ein Turm gebaut wird. Alle drei Spieler oder drei Spieler auf dem Spot bekannt. Wie schnell kann Fer jetzt noch eingreifen? Oh, das könnte viel zu spät sein oder genau im richtigen Moment. Aber der hat... Okay, der hat eine P250. No haste. Oh, er macht den Schuss nicht. Oh, er kriegt halt einen Headshot. Und der SK Gaming holt so eine Gammelrunde. Und das auch noch gut ausgespielt. Das ist ja gerade das Problem. Die warten vor B ab, holen sich die UMP, dann gehen die gemeinsam auf A drauf und das war auf A echt gut angespielt. Mit einem Hauch von nichts holen die hier wieder die Runden. Und das war auch gut geaimt von Fair. Was ist das? Cold Zero. Jo. Ist gut geschossen von Cold Zero. Ey, das war echt gut geschossen. Da ist der nächste im Auto. Ist das schon das Auto, in die, das den Laster, den Optik nach Hause bringt? Wer weiß. Na? Das KGM macht gerne den Chauffeur. Chauffeur, sorry. Ist nochmal ein Force Buy von Optik geworden. Mit einem Offensiv-Push in die Main. Genau die Position, die sie eben nicht unter Kontrolle hatten. Tief nochmal abgesmoked. Sie haben nicht ganz so viele Granaten. Da ist diese frühe tiefe Smoke vielleicht nicht so gut platziert. Aber sie verhindern zumindest, dass schnell gerepeakt werden kann von SK. Haste hat sich da auch in die Mitte rein. Oh, Haste sieht die Bombe. Aber die kann er hier nicht halten. Also er wird jetzt einfach... Oh, Fels hat halt keine Waffe in der Hand. Was macht Haste denn da? Und Haste denkt sich, verdammt, das hätte mein Frag sein müssen. Er flasht den Gegner und jetzt will er Mitte nochmal raus und erwartet Fair. Oh, Haste. Oh, das war nicht gut, Haste. Das war nicht gut. Das ja. Ist halt jetzt halt wieder so ein Ausgleich. Sie lassen B jetzt offen bei Optik. Die Bombe rotiert auch gerade hin. Ich glaube, dass der Force Buy für Optik nicht so erfolgreich wird. Vielleicht Tarik nochmal mit der Scout. Aber er ist abgesmoked. Na, da wird jetzt durchgespammt. Und da war ein Hit. Da war ein Hit dabei. Na, und jetzt kommen sie halt ohne Problem Richtung Spot durch. Bombe wird rübergeschmissen. Saven. So wie man es von SK Gaming kennt. Das spielt man jetzt solide runter. Und das wird die 15-0 für SK Gaming. Den Retake. Warum sollen die das versuchen? Sie haben zwei Flashbangs. Wollen sie es echt nochmal versuchen? Ich würde das Risiko nicht eingehen. Sie haben keine Utility. Sie wissen nicht, wie viel Schaden Phelps und Taco eingesteckt haben. Die können auch Full AP haben. Und 4 gegen 4 auf B zu retaken mit zwei Flashbangs, never. Ganz vergessen, aber sie ziehen sich schon zurück. Sie haben es schon eingesehen. Nur noch Exit-Fracks, jetzt wird er sogar nochmal hochgeboostet. Phelps schaut nochmal ein bisschen nach hinten und da steht Nev bereit. Also, diese Position, um dann noch ein bisschen was abzufischen, klappt mir auf jeden Fall zumindest für einen Spieler. Und dann bringt der SK halt nur drei Waffen durch. Also, noch ein bisschen Schadensbegrenzung. Ja, man kämpft jetzt hier für die Overtime. Es riecht alles nach einer dritten Map. Es ist gut, dass sie diese Waffen gesaved. Ich hab ja sehr früh gesagt, dass Saven das die richtige Entscheidung ist. Ja, auch weil sie keine Fuse-Kit hatten. Jetzt haben sie halt vier Waffen gesaved und zack, siehst du, drei Defuse-Kits dabei, sehr viele Granaten. Eine Runde, wo man auch wieder offensiv irgendwo Raum einnehmen kann. Ich meine, das in der Main hat ja gut funktioniert. Fallen. Und Tarik schießen sich da gegenseitig an. Nev hat den Frag gegen Phelps gemacht. Wo ist Nev? Das war in der Mitte. Und Fair bekommt der auch noch.
Anscheinend hat Optik noch Bock auf Cash weiterzuspielen. Ja, den Boost kann man sauber halten. Da muss sein Mate unten gar nicht eingreifen. 3 gegen 5. Tarik, zwar schon gut gefressen, Tarik macht trotzdem hier mit der Scout den Anschuss. Anschuss? Das war voll in den Kopf, Mann. Ah, ja, gut. In den Kopf. Ja, und. Ja, jetzt muss man aufpassen. Der Spieler ist Low-HP und der verbrennt direkt. Da breitet sich nur der Molotow aus und sagt: Hallo. Ich grill dich jetzt. Ja, der war so Low-HP, der hat sich halt mehr in der Glasscherbe da geschnitten. Ja, Fallen und Taco. Haben beide heute schon sehr gut geaimt. Da wird Nev gesehen. Die Flash kam, glaube ich, nicht wirklich. Oh, da war das Köpfchen gerade zu sehen. Und Tarik zieht halt nochmal rum. Der wird sehr am gut. Anfang getaggt und macht noch 2 Kills. Guter Shot von Taco. Sehr gut umgedreht. Der Position von Maxwell war halt bekannt. Der bringt die Bombe auf den Spot. Das 1 gegen 2 mit 46 HP und über den Schacht ist Rush. Sie haben den Bombenplant wahrscheinlich nicht gehört, sonst wäre Rush viel eher in den Schachtgang reingedroppt. Taco nochmal ins Delta hinten rein. Und er hat ein Riesenproblem, weil er halt über den Generator gepusht werden kann. Er verliert schon im Duell gegen Rush. Das hätte er, glaube ich, niemals gewinnen können. Nee. Rush hat das, wir haben beide ein Kit, also kein Problem. Da guckt man noch, dass man die AWP von Fallen mitnehmen kann. Optik Gaming hält sich hier gerade so im Spiel. Die haben in 5 gegen 2 am Ende im 2-on-1 noch gewinnen müssen. Ja, da ist der kleine Bub wieder. Gaming is believing, also das Thema ist immer noch... Ist immer brandaktuell, ja. Glauben ist ja generell ein sehr, ein Thema, das immer wieder angefangen wird. Da sehen wir nochmal beide Frags von Nev. Holt den ersten Spieler unten in der Mitte an der Smoke Gap und dann findet er halt noch einen zweiten oben. Das war fair. Ja, die Chancen stehen trotzdem nicht gut für Optik hier nochmal in die Overtime zu kommen. So, Tarik wird jetzt hochgeboostet. Das ist eine sehr interessante Position. Das hatten wir auch beim Mouseboards gesehen. Und Rush diesmal erfolgreich. Kann damit den First Pick setzen. Und wichtig ist die Position da unten, wenn sie abschätzen, dass da einer Müll sitzt, ist das gleiche, wie gesagt, was wir auch bei Robs gesehen haben. Die Position ist echt gut, wenn man ihn da hochboostet. Die kann in manchen Situationen ein Riesenvorteil sein. So, jetzt baut man sich auf für Molotov. In der Mitte, da kommt der Molotov. Und Tarik, der muss einfach nur da oben auf seiner Stange sitzen. Ein bisschen chillen. Ja, aber der bewegt sich die ganze Zeit da rum, als kriege ich gleich einen Herzinfarkt. Also, sie werden das, glaube ich, nicht mehr checken. Taco. Oh, da holt ihn echt noch. Ah, das ist halt auch das Problem. Sich unter dem Rohr zu verstecken, kann dich halt auch verbergen vor dem Spieler, der oben steht. Aber dann verbrennst du halt. Also, wirklich perfekt ist die Posi niemals. Und jetzt sie vielleicht ein bisschen Schaden bei Cold Zero gemacht. Nee, warte, wer das? Bei Taco, Entschuldigung. Bei Taco gemacht. Ah, und sie kriegen die Mittelkontrolle. Schöner Peak von Mixwell. Bleibt auch... Oh, wie ruhig er bleibt. Da steppt ihm Taco nochmal rein. Wechselt den Winkel und macht einen dritten. Ja, NA in EU. Und den vierten hinterher. Geile Runde von Mixwell. Stark. Ja, und... Aber es war kein Ace. Okay, es war Rush, der den einen noch gemacht hat. Ja, das macht nichts. Mixwell hält da sein Team am Leben. Starker Frack. Alles aus dem Connector. Da hat sich Escaba sehr stark drauf eingelassen. Warum? Tacos Peak, der Peak hier. Beim ersten sage ich ja gar nichts. Aber das ist halt, dass der Dritte dann reinrennt auch noch. Aber Taco, dass er gegen eine AWP so piekt mit einer AK, muss man nicht unbedingt machen. Nee. Ja gut, also 6 zu 15. Es heißt für SK Gaming erstmal in die Pistols gehen, in die Pistol Round gehen. Man hat eine Flashbang dabei. Ah, Phelps wird über den Boost rausgeschickt. Man hat die Flash hinten Richtung Main aufgebaut. Die wird jetzt gleich von Fallen kommen und da wird man einfach versuchen, Richtung Tür rauszupushen. Phelps zwischenzeitlich gestorben. Rush muss jetzt das Ganze aufhalten. Da sitzt der Schaden. Ja, Mixwell direkt mit dem Trade. Dann ist noch Tarik. Also, schnelle Runde. Was SK Gaming kann, kann auch Optik Richtung A-Spot. Die können das auch so schön aufhalten. Riechst du auch das 2:0 für Optik Gaming? Ist so nah dran. Ich rieche es auch. Bei 10-15 rieche ich das Comeback. Okay, finde ich gut. 10. Runde ist immer so eine... Ist machbar noch. So eine Geschichte, wie Horst halt damals schon gesagt hat. Magische 10. Runde. Aber es ist halt... Sie müssen halt vor allem gegen die Waffenrunden von SK dann sauber stehen. Und das ist halt immer die Schwierigkeit dann bei so einem Comeback. Doppel-AWP jetzt bei Optik Gaming. Sich immer mit ein bisschen, ja, mit dem zweiseitigen
der zweischneidigen Messer. Aber Tarik macht da einen guten Job Richtung Mitte. Kann sich weiter um Boost kümmern, bekommt auch so eine Support-Smoke. Und jetzt ziehen sie sich zurück. Das ist gut gemacht, Optik, geht da kein großes Risiko mehr ein. Warum sollten sie auch? Sie haben einen riesigen Vorteil sich erarbeiten können mit diesem Double-Frag gegen Fair und Phelps. Und sie haben halt kaum Damage eingesteckt. Tarik hat immer noch 67 HP. Cold Zera, langsam. Aber er sich vor und Fallen. Wirklich viel Backup hat er von Cold Zera dann nicht, wenn kurz jemand piekt. Und Taco macht seine One-Man-Show hier in der Main. Auch da könnte es so eine Timing-Geschichte sein. Wenn Tarik jetzt rumgekommen wäre, hätte Taco reagieren müssen. Und Taco, das ist halt jetzt... Oh, wie sie sich einfach nicht zeigen. Das erinnert mich schon ein bisschen an das Mirage-Game, wo auch immer viel Mitte-Fight war. Und sobald Optik da zwei Kills hat, gammeln die einfach auf den Spots rum, lassen SK Gaming kommen und wieder ist die Zeit da so... so niedrig. Und geht SK jetzt vielleicht sogar auf den Safe? Das ist genau das Spiel, was Optik Gaming eigentlich durchziehen muss gegen SK Gaming. Das klappt auch. Das hat auch... Immortals haben das genauso gespielt. Das hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, wenn ich, ohne das Spiel jetzt von den Space Soldiers gesehen zu haben, guck mal, ich komme jetzt hier noch rein. Aber das reicht Zeit. Ja, das Saving passt ja. Aber sie trauen sich dann halt nicht mehr. Ja. Und ohne das Spiel jetzt von den Space Soldiers gesehen zu haben gegen SK Gaming, Safe Call, das ist auch so abgelaufen, dass SK Gaming sich irgendwie an der Position hat snacken lassen. Und dann zieht sich der Gegner einfach zurück und der SK Gaming hat keine Lust mehr anzugreifen. Und da muss Fallen irgendwo die Initiative suchen, weil sich sonst keiner traut. Und dann geht die Runde langsam aber sicher den Bach runter. Optik wirkt im Vergleich zur Gruppenphase deutlich strukturierter. Also klar sind das jetzt nicht Weltenunterschied, aber man merkt, dass sie wissen, dass sie gegen SK halt ein A-Game brauchen, auch was das Decision-Making angeht und wie diszipliniert sie das auch einfach spielen. Also, klar, wenn du 15-8 hinten liegst, 15-7 hinten liegst, dann brauchst du ein bisschen Disziplin. Mhm. Dann, weil du einfach keine Fehler machen darfst. Das ist halt so ultra hart, weil sie so viele Runden am Stück jetzt brauchen. Also es könnte halt, jede Runde könnte es vorbei sein. Selbst ein Tech-9 bei von SK könnte zu viel werden, wenn sie zwei schnelle Frags kassieren. Und das macht, das setzt die Spannung eigentlich auch so hoch bei so einem Spiel und auch die innere Spannung bei den Spielern. Wow. Okay. Alles klar. War knapp. War knapp. War sehr knapp. Ja, SK Gaming, die haben hier nochmal eine gute Utility. Tarik wird da sehr früh hochgeboost. Was nimmt der für eine offensive Position in so einer Runde ein? Dem ist es egal, ob da einer hinter dem Laster rumcampt. Und Tarik wartet einfach, ob ihm da irgendwas ins Cross hereinläuft. Und dann zieht er sich auch direkt wieder zurück. Das ist einfach nur dieser eine offensive Peak, den man da erreichen möchte. Du wolltest gerade übrigens Kreuzhaar sagen. Kreuzhaar. Aber da ist der Frag, den er haben will. Den bekommt er auch. Fallen da direkt hinterher. Will er nochmal einen haben? Ja, der ist gierig. Der will mehr haben. Und Gierigkeit wird meistens bestraft. Ja, jetzt sitzt er da in der Ecke und kommt da nicht mehr raus. Da war er zu gierig. So, jetzt kommt der Molotov. Der bleibt halt stehen. Was soll er sonst noch machen? Hat er Boost gehört? Nee. Okay, sie checken ihn doch noch. Ach man, Tarik. Mann. Sei doch nicht von Disziplin. Und er denkt, er macht halt die ganze Runde alleine. Okay, ist jetzt auch wieder übertrieben. Aber guck, da verlieren sie dann auch Haste. Das könnte jetzt noch eine nächste AK sein, aber SK geht nicht zu den Sandsäcken. Schnappen sich erst nochmal die M4 von Tarik. Und jetzt geht's auf B und da steht erstmal niemand. Das heißt, wenn Mixwell da abgesmoked wird, gut, dass der jetzt zumindest noch Schaden machen kann. Aber die Smoke liegt auf dem Heaven is Rock. Oh, das ist eine Lücke. Und er macht den Kill. Die Bombe droppt rein. Und Mixwell macht auch den noch. Wow. Gut gerettet, aber Tarik muss hier aufpassen. Oh, stark von Mixwell gespielt. Die Smoke mit der Gap, dann droppt die Bombe rein. Ah, das ist bitter für SK Gaming. Oh, 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 oh. Ja, da war bei Tarik der Gierschlund aber ganz weit auf. Starker Frag von Mixwell. Ist so gut, dass die den EU-Spieler dabei haben. Alles nur Spaß. Also Optik spielt
an allen Positionen recht solide gerade. Bis auf Tarek, da wäre eben zu gierig. Ja, aber das kann passiert auch EU-Spielern. Ja, auch EU ist vor der Gier nicht gefeit. Ist halt eine der 7 Todsünden. Da wird gerade, was ist Gierigkeit? Hast du Gierigkeit gesagt? Gierigkeit? Ja, das ist gierig. Hab ich das gesagt oder du? Nee, das hast du gesagt. Nee, das hat 100% das kommt das aus deinem Maul. Soll der Chat bitte sagen, in 40 Sekunden, wenn wir die Antwort haben. Deshalb, Gierigkeit habe ich noch nie gehört. Was ist denn Gierigkeit? Okay, egal. Diesmal ist man nicht gierig. Sondern Optik spielt alles sehr defensiv. Ja, die warten jetzt drauf, dass SK Gaming mal das Zepter in die Hand nimmt und versucht, in den Raum einzunehmen. Und Fair ist schon ziemlich weit nach vorne. Wenn ich den Chat lese, ist es so gut aktuell. Okay, aber die Partie auch so spannend, weil jetzt verlieren wir längst im Schach. Du nennst es gerne Hybridspieler, was eine sehr gute Bezeichnung ist. Der war so der Angelspieler zwischen Mitte und B und dadurch rotieren sie jetzt halt noch einen Spieler Richtung B. Das platzierte Flash, aber kein roter Spray und Tarek macht seinen Fehler von vorher wieder gut. Rush hält den Spot, fast mit dem zweiten, aber den Spot bekommen sie erstmal und da ist die Bombe nochmal down. Aber droppt diesmal in Richtung Cold Zero. Und jetzt der Klatschmeister vom Dienst beim brasilianischen Team. Nimmt die Nate hier nochmal mit, die hat nochmal ein paar HP gekostet. Er bleibt einfach an der Kante stehen und das ist anscheinend so sein Lieblingsmove. Bombe legen und nur Kante. Kurz umpositionieren und dann Kante. Und zack, Headshot on Mixwell. So viel Druck und er kann es nicht machen. 16-9 gewinnt SK Gaming damit auf der zweiten Map auf Cash gegen Optik. Und ist einer komplett im Face-Red unterwegs. Das war nochmal gut zurückgekämpft von Optik Gaming. Aber der Weg war wirklich lang und steinig und irgendwann ist er halt einfach zerbrochen, dieser Weg. Schade. Schade. Aber wir hatten eine schöne Partie, eine geistige Partie.